Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Alles gut? Ich lieb die Hut auch. Und wenn das mit dem Bauamt hier nicht so lange dauern würde, dann würde ich auch hier bleiben wollen. Aber leider Gottes ist dieses Gebäude alles andere als sicher, wenn man von Feinden angegriffen wird. Und man wird oft von Feinden angegriffen. Ich habe zweimal eine große Schießerei hier gehabt und böse Zungen behaupten, dass ich durch die Decke erschossen worden bin. Da habe ich ja keinen Bock mehr drauf. Unser Kabuff ist halt wirklich eine Festung, ne? Genau, richtig. Und worum geht es im Krieg und in der Gang? Geht es darum, oder geht es um die schöne Optik oder um den guten Verteidigungspunkt? Du bist so ein weiser Mann, Ghetto-Chef. Ey, schlau. Na, du kannst mir mal meinen Schwanz juckeln. Da hast du noch ein bisschen Weisheit in deinem Hals. Oh, ungern. Boah. Es war echt ekelhaft, du Drecksau. So. Hey, du Arschloch. Pussy. Ich bin alt, du darfst mich nicht schlagen, alte Männerhauptmann nicht. Außerdem ist es mein Daddy. Hey, ganz cool. Hey, hallo. Stellst du dich dazwischen, Burger? Ich bin ein alter, verrückter Mann. Daddy. Ich bin sein Daddy, ihr Selimink. Tut dem Burger nicht weh? Nee, mich bin ich schon tot. Nein, Daddy, geh da weg, Daddy. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht hauen. Ich bin ein alter, verrückter Mann. Das passiert manchmal. Das sind die Tabletten. Ich hab Blutdruck, alles wie Agra. Au! Jungs, alles... Hey, Jungs. Bei euch sind die Bullen an der Schneiderei? Ja, hier ist, obwohl die Dame kein Handy in der Hand hatte, ist jetzt gleich Bundeswehr und alle angerückt, aber wir konnten noch abhauen. Wir haben ihren Ausweis auch, sie darf da nicht mehr arbeiten, sie wollte nicht zahlen. Ja, ich sehe das, einmal Bundeswehr und einmal Polizei, aber die stürmen nicht, die machen gar nichts. Ja, das war ganz komisch. Also die hat nicht mal ihr Handy gezogen. Sie war alleine da drinnen, keine Ahnung, wie die das gerochen haben. Na, komisch. Der Bundeswehr-Heli ist schon wieder über uns, am Verarbeiter jetzt. Jungs, ich bin auf dem Weg, ich bin 1000 Meter entfernt. Ich hab nicht mal eine Schutzweste stecken, Digga. Alex, Manakauer, Horb, wir haben die, wir haben alle nur noch einer, aber scheiß auf den. Polizei hinter mir, ein Wagen kommt noch, ist auf dem Weg zu euch. Auf keine dummen Ideen kommen. Alles einmal gut. Mit dem Rücken zu mir. Der Taser kann ihn nicht ablegen, funktioniert nicht. Ja, alles gut. Einmal den Rücken zu mir, bitte. Aber nicht ins Nacken pusten. Nee. Den nehmen wir mit zu eurem Anwesen, zum Artisch-Anwesen, ne? Habt ihr es gehört im Funk? Ja, haben wir gehört. Ich weiß nicht, ob ich einen von den Bullen eben getötet habe oder nicht. Sagen wir es mal so, die Bullen haben auch nicht besonders gut geschossen. So. Der Bulle muss weg, keine Zeugen, ja? Sehe ich ähnlich. Muss hat er Handschellen dran? Ja. Kabel dran. So, dann komm mal mit. Hast du Kaffee? Sehe ich aus wie ein Bäcker? Ich kann ihm Kaffee anbieten, aber mit einem speziellen gelben Schuss. Nee, danke. Trink ihn schwarz. Haha, Pipi meint er. Aufzüge gehen nicht. Hier lang. Oh, Treppen, ich kotze. Heul nicht, Kopf. Wir können auch runtergehen. Ich hab eine Idee. Wir können auch runtergehen. Daddy, soll mir den Hut, Huhn rausholen? Nein, lass das, das wird zu extrem. Okay. Hol das Huhn raus. Also ich würde nochmal am Huhn lecken. Du hast immer noch nicht kapiert, dass das Huhn bei Blanco im Arsch gesteckt ist, du Idiot. Du hast ein Kacke-Huhn geleckt. Sagst wie es ist, ich hatte einen kleinen Vietnam-Flashback damit. Ja, das glaube ich dir, du Ekel. Das ist aber widerlich. Das stimmt. Du hast an einem Kacke-Huhn geleckt, du Ekel. Ja, du leckst wahrscheinlich nur an Kacke. Ich leck an der Pussy von deiner Mama. Der Opa hat dich gedribbelt. Habe ich alles von meinen Homies gelernt. Das merke ich. Chill deine Basis, Dico. Achso, warte mal, hast du noch irgendwelche finalen Worte? Willst du jemanden grüßen? Deine Tante in Wuppertal oder so? Lass mal drei alle schießen, okay? Ich würde gerne sagen, wenn du mich erschießt, dann schießt auch meine Ex-Frau, danke. Alles klar. Eins, zwei, lauf hin und her! Der ist gar nicht hin und her gelaufen. Oh. Unser neues Anwesen, Digga. Yippie. Ey. Bruder, das ist eine Festung. Boah. Auf der Seite unsere Fraktionspartner Artisch, auf der Seite das Oktogramm, die OGs. Jeder hat einen Flügel. Gefühlt uneinnehmbar. Das ist eine Festung, schlechthin klar. So eine Kleinigkeiten wie hier rüberklettern, kann man, um auch reinzugehen. Warte mal, von hier wird es auch gehen. Ja, aber im Verhältnis, also es geht ja nicht nur immer um die Optik, sondern halt auch um die kriegerische, strategische Führung, Kriegsführung mäßig. Und das Gebäude ist halt einfach, Digga, also geisteskrank, wirklich geisteskrank.
Allein die Möglichkeit, wenn wir mal anfangen, aufs Dach. Geiler Arsch, Mann. Boah, Bruder. Du hast hier wirklich zu allen Seiten Sicht, Digga. Das ist sehr gut. Das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Und Funktion geht immer über Optik. Stellt euch mal vor, wenn wir wissen, wir werden angegriffen. Und klar geht es nicht immer nur um Krieg. Aber wenn wir angegriffen werden, sowohl von anderen Fraktionen als auch von der Polizei oder der Bundeswehr oder vom SEK. Du hast hier von hier oben einfach, boah, den kompletten Rundumblick. Das ist schon. Gehen wir mal ins Gebäude und gucken wir uns mal das Gebäude an. Ja, so. Ich war noch, also hier drinnen war ich noch nicht. Okay, ja, perfekt, Digga. Tolle Funktion. Ah ja, okay, da haben wir den ersten Bereich. Bruder, also du kannst dich hier halt absolut verlaufen, ne? Ja, moin. Okay, hier sind wohl die Büros, wo man sich anscheinend auch nicht richtig hinsetzen kann. Perfekt, nice. Oha, Digga. Uff. Was, meine Mutter? Du Arschloch. Hä? So ein kleiner Verhörraum, ja? Ja, moin, da ist die Kugel einfach durchgegangen. Okay. Ich denke, ich habe mich schon verlaufen. Aber ich habe mich schon verlaufen. Oh, einfach Digga, wir haben einfach eigene Zellen. Wir können ja einfach Leute einsperren, Digga. Wir können einfach Leute bei unserem Anwesen einsperren in Zelle, Digga. Drachenlord gefällt das, Kappa. Wir haben auch Fahrstühle, die funktionieren aber noch nicht. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Bin ich von hier gekommen? Hey, Bruder, ich bin verwirrt. Ach, Bruder, ich hab mich... Digga, ich hab mich jetzt schon verlaufen, ne? Da, die erste Etage, Digga, ich hab mich direkt schon verlaufen, wie so ein Fettsack. Okay. Hier haben wir... Naja, sagen wir mal... einen kleinen Folterraum. Einen kleinen Folterraum. Ah ja, interessant. Hm, die Anatomie einmal. Frau, ja, okay, interessant. Danke, cool Story. Tschüss. Ich glaub nicht. Bruder, es ist einfach so riesig, Digga. Hier ist unser Lagerraum. Bruder, ich weiß gar nicht, was wir alles machen sollen. Hey! Was läuft denn vor mein Auto, Junge? Darf ich? Boah, Digga, ich bin einfach der Krasseste. Ich bin einfach der Profi, Digga. Boah, Maschine, Digga. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich schneide mich schon mal. Ah, nee, doch nicht. Nee, wenn du dich jetzt abschnallst. Du musst dich erst abschneiden, wenn du in der Luft bist, Digga. Okay, doki, Cousin. Und zieh nicht sofort den Fallschirm. So, let's go. Bist du bereit? Wir sind bereit, Cousin. So, und ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Cousin. Und den Mann auch, Cousin. Jetzt los! Oh! Oh, nee, warte, noch nicht. Wir sind zu niedrig. Okay, let's go. Nicht hoch genug. Jawohl! Oh nein! Ich bin gefangen! Auf dem Militärgelände! Hilfe! Lass mich raus! Oh mein Gott, Cousin, Digga, bester Mann! Wollen wir den Düsenjet? Nein, wollen wir den Düsenjet klauen hier? Oh, der Wagen ist kaputt! Komm, wir klauen den Düsenjet. Okay, Cousin. Ich erschieße ihn, warte. Auf 3, 1, 2. Okay. Ich will nicht fliegen! Oh mein Gott, Cousin! Ich will nicht fliegen! Ich muss hinten rein! Warte, ich hol ihn kurz raus für dich! Oh, das ist ja. Oh. Nee, ich will nicht fliegen! Steig du eins! Nur einer kann, Cousin. Nur einer kann? Ja, aber es ist kein Sitz mehr. Dann flieg du, mein Sohn. Aber, ist das hier damit anstellen? Oh, hier sind Raketen, Cousin! Oha! Nicht, dass wir eine Ausreise bekommen, Cousin. Ey, glaubst du, das könnte eine Ausreise geben? Ich weiß nicht, komm, ich geh die Kali abkrallen, Cousin. Nein! Einmal fliegen, Cousin. Wie soll ich denn einfliegen? Einsteigen? Geht nicht. Cousin, flieg nur hier über. Ah! Ey! Oh! Ah! Oh, sorry, Cousin. Ah! Komm, lass vom Gelände schnell runter, komm. Der hat ja nicht mehr Fenster. Ey, Bruder, ich sag dir ehrlich, das ist das hässlichste Auto hier in der Stadt. Ja, ne, warum übertreibst du so, ey? Ich Bruder, der hat nicht mal Sound. Hä, und? Guck, der hat Sound. Steig mal ein. Mach an die Karre. Ja, warte, stimmt, der hat Sound. Brumm, 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 brumm,
Ohrwurm, geiler Sound, Bruder. Hörst du? Komisch, der Wagen ist aus und hat immer noch Sound. Das ist Sound hier, Bruder. Okay, komm, zeig. Bruder, der hat gar keinen Sound, ich sag dir, wie es ist. Ja, okay, dann komm, dann machen wir jetzt ein Rennen. Der hat gar keinen Sound. Dann machen wir jetzt ein Rennen. Und der... Bruder, das Auto hier ist das schnellste Auto hier in der Stadt und du willst gegen meinen... Ist es welches schnellste Auto auf der Welt? Ja, hier in der Stadt auf jeden Fall. Oh, was macht der? Ach, guck mal, der wäscht sogar den Auto auf den Nacken. Warte, ich mach Spezialversiegelung drauf, Digga. Spezialversiegelung, Bruder. Ja, vertrau mir, Digga. Das ist Spezialversiegelung. Vertrau mir, Bruder, einmal. Der sieht anders glänzend aus jetzt. Oh, nice. Brüch dich. Bruder, richtiges Hot Wheels Feeling, Bruder. Oh mein Gott, er will mich schlagen. Ey, das tut mir wirklich leid. Aber irgendwie nicht, Digga. Du, Hanson. Ey, Chat, wisst ihr, was lustig ist? Ist doch alles nur Spaß. Hätte ich ihn jetzt getötet, hätten wieder alle so rumgeheult. So, ey, ihr mobbt euch immer. Bruder, jetzt hat er mich gefickt und? Ist doch, Bruder, alles entspannt. Olaf, das war ein Gleichstand. Und davor, Cousin? Was passiert hier? Da haben wir ihn. Na, Olaf lag. Gut, dass man direkt vor Ort Dankeschön. War. Dankeschön, besten Dank. Ich danke Ihnen. Besten Dank. Oh, ich muss nein, er hat überlebt. Ich brauche dringend was zu essen und was zu trinken. Aber ich habe selber, Dankeschön. Oh, ja. Oh, bester Mann. Ich küsse Ihre Hände. Ziel müssen noch lernen. Wer ist denn hier der Chef hier? Ich bin der Chef. Ja, ich habe heute mal die Heizung gedreht. Ja, ach, ist eine wilde Truppe, die ein bisschen Spaß hat. Ja, das ist ja in Ordnung. Boah, da muss ja nicht sein, dass wenn der Chef dann... Ja, nö, ach, bisschen Spaß muss sein. Was ist dein Problem? Hören Sie mal zu, Sie können hier nicht Musik Lautstärke auf voll machen und hier vor dem PD sein, das geht nicht. Kann ich nicht? Nein, das ist ziemlich unfreundlich von Ihnen. Ja, Brutti? Unbelästigend. Bunte Früchte, kommt zum Obstern. Wir rollen auf 20, machen Pader. Fuck the police, coming straight from the underground. Jo. Warum bist du so abgehoben, Alter? Bruder, ich hab grad ein bisschen die Bullen provoziert, Mann. Hast du es nicht gehört, was da, wo es im Song geredet worden ist? Nö. Wie nö? Bruder, ich höre da gar nicht hin. Aber du hast den Song gehört? Ja, ich hab da irgendwas gehört, aber ich hab da jetzt nicht auf den Tipps geachtet. Das war Fuck the Police. Ah, scheiß auf den Mann. Der eine meint sogar, ey, ich finde die Mucke geil, aber nicht hier. Hast du nicht gehört? Nee, Bruder, das ist so laut, ich hab die Boxen so aufgedreht, Digga. Warum gehst du mich dran, wenn ich dich anrufe? Bruder, weil ich hier gerade auf so Einzelmissionen unterwegs war, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, was ist, wenn jetzt ich irgendwo bedroht werden würde an meiner Coin? Ja, Bruder, dann hättest du durch Funk. Ja, was ist, wenn... Ich hab deine Nummer nicht mal eingespeichert, Bruder, auf abgehobener Basis. Ich hab deine Nummer bis gerade gar nicht gehabt, Alter. Ja, siehst du, Digga. Wir müssen kurz quatschen. Okay, erzähl. Meinst du hier, oder was? Auf der Straße? Ja, warum nicht, Digga? Hier ist Funkloch, hier kann man nicht abhören. Okay. Pass auf, ich hab dir ja gerade gesagt, ich will Agatha gehen. Okay, wir gehen jetzt rüber zu Julian, keine Ahnung, Bruder. Also, diese Sache weißt jetzt nur du, sonst niemand. Das soll auch keiner wissen. Kein Marcel, kein Rick, kein Mahmoud, keiner von den anderen OGs. Wegen Augen. Bei dir eigentlich will ich das auch nicht, aber ich glaube, bei dir wird das unter die Schublade irgendwann gehen. Weil nur ich mich drum kümmern werde. Ich will mein Netzwerk aufbauen. Ich will die Straße in die Hand nehmen. Es geht um Informationsbeschaffung. Ich fange mit unseren Leuten an. Ich werde einige rauspicken und denen den Auftrag geben, Informationen über jeden und alles zu holen. Die sollen sich verknüpfen mit Zivilisten, mit alten Freunden, mit Leuten aus ADAC und was weiß ich, wen die alles kennen. Sollen die versuchen, über jeden halt Informationen zu kriegen, ob es Bad Frags sind, ob es Good Frags sind und deren Umkreis erweitern. Und mit diesen ganzen Informationen werden die zu mir kommen, so dass wir das für uns verwenden. Und ich werde zu jedem, den ich ins Boot reinhole, sagen, du bist die einzige Person. So dass sie auch nicht sich gegen die Quere kommen oder versuchen, da irgendwas zu machen zusammen, weißt du? Ja. Und so, das ist auch in Ordnung. Gucken, wie weit wir damit kommen, ob es klappt, ob es nicht klappt. Und die zweite Sache ist, dann haben die wenigstens mittags was zu tun, weißt du? Ja, solange es unserer Fraktion nicht schadet. Ja, habe ich eh, wissen alles Bescheid. Einfach nur Informationen rausholen. Und was ist deine Meinung zu der Situation bei uns aktuell gerade?
Bruder, wir haben viele Situationen aktuell. Ja, ich meine zu der Gesamtsituation. Bruder, ich sag dir so, wie es ist. Wir sind kein Team. Wir sind keine Gang, Bruder. Wir sind immer noch Zivilisten, die nur mehr als 5 Mann agieren dürfen. Bin ich offen und ehrlich. Aber das habe ich ja auch damals gesagt, Bruder. Aber was würdest du dir mehr Team wünschen? Bruder, egal was wir uns wünschen, das wird sich langfristig nicht ändern. Weil die Leute so sind, wie sie sind. Das wird nicht funktionieren, Bruder. Mhm. Guck dir mal, wie artig gestern aufgetreten ist, Bruder, gestern. Vergleich die mal jetzt mit uns. Ja, allgemein, das ganze Auftreten von denen. Du merkst sofort an deren Aura, Bruder, das sind Leute, die, ne, die haben diese Erfahrung in dieser Schiene, in diesem Business, die wissen, wie das läuft, die wissen, wie man sich verhalten muss, die wissen, wann und wie sie reden, zu reden haben, alles Mögliche, Digga. So, wir sind einfach eine Chaotentruppe, von denen niemand was erwartet, aber wenn es drauf ankommt, können wir auch austeilen. So, nur damit punkten wir aktuell, weil wir durch sind. Das ist unsere einzige Stärke, dass wir halt so chaotisch sind. Ja, die Frage ist, wie man das unter Kontrolle bekommen könnte. Bruder, sehr, sehr schwierig, bin ich offen und ehrlich. Bruder, da haben wir nicht die Macht dazu, glaub mir. Ich versuche mich ja als Abi auch zu beweisen und ein bisschen Disziplin reinzubringen. Wenn wir auf unserem Grundstück sind mit alle und uns gegenseitig ein bisschen boxen und so. Ey, Bruder, sag dir ehrlich, das finde ich in Ordnung. So, aber dieses natürlich, Bruder, ein bisschen Spaß muss sein. Dieses, ja, genau, aber dieses außerhalb Auftreten ist schon wichtig. Und Bruder, du weißt, ich liebe ihn, aber ich habe mir gestern nur einen Kopf gefasst, als wir bei den Dings rausgegangen sind, beim Kali-Kartell. Ich weiß nicht, warst du dabei? Ja, ne? Mhm. So, ja, wenn man vernünftig zu argumentiert und dabei nur Beleidigung vom Vize-Abi bei rauskommt, Digga, das ist nicht Vize-Abi-würdig. Egal, ja, ob Straße hin, Straße her. Das ist das Ding, das ist halt Marcel Heeres. Und wir haben von Anfang an das alles akzeptiert, dass wir so sind, wie wir sind. Ja, ja, natürlich, natürlich, aber in einer gewissen Art und Weise wird auch von ihm verlangt, dass er sich weiterentwickelt. Ja, wie gesagt, irgendwo verstehe ich auch Marcel, zu 100%, ja. Nur, es hätte man schlauer machen können. So wie er vorging, so dieses, ne, Eierzeigen-mäßig, ja. Aber halt, vielleicht könnte man das ein bisschen anders ausspielen. Aber grundsätzlich, dass wir nicht immer Ja und Amen zu allem dem, was sie sagen, ne, ist, also, dass wir auch da was machen müssen. Ja, ich muss mal schauen, Digga. Ist schwer, Bruder, ich bin dir ehrlich, ist schwer. Aber ich bin dir auch ehrlich, ich könnte auch nicht ohne diese Truppe. Bin ich dir ganz ehrlich. Ja, ich bin da auch bei dir, aber klar, da ist was zusammengewachsen, so, weißt du? Natürlich, ich hab gestern auch vielleicht das beste Beispiel gemacht, als sie da alle geredet haben mit diesem Blanco. Digga, ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen, weil mir die Finger gejuckt haben, weil ich einfach auch von dem, was da geredet worden ist, kein Verständnis habe. Ich wollte nicht die ganze Zeit stillstehen. Aber es ist doch was anderes, Digga. Ich bin halt der Abi von der Truppe und wenn ich Bock habe, da 10-mal im Kreis zu laufen, dann mache ich das, Digga. Die anderen müssen aber... Da sagt doch keiner was. Nee, ja, genau, richtig, aber guck mal, ich weiß, was du meinst. Gestern, die vom Arte standen alle schön in einer Reihe, bei uns alle kreuz und quer. Niemand ist mal auf die Idee gekommen, sich auch in die Reihe aufzustellen. Kann man das verlangen? Weiß ich nicht. Wäre es schöner gewesen, hätten sie es gemacht? Definitiv. Ja, klar, natürlich. Natürlich, aber das sage ich ja, das kommt damit in Verbindung, dass unsere Leute einfach nicht wissen, wie es läuft in einer Familie. Es ist halt auch schwierig, eine Familie zu führen, Digga, als einzelne Person. Eben, vor allem als ein Olaf-Schaf, der noch nie so mit sowas zu tun hatte. Es ist, ja, aber Bruder, ich will nicht schlecht reden, aber es ist auch extrem schwierig, wenn du einen Vize-Abi hast, Digga, der sich von seinen Emotionen bei Gesprächen leiten lässt. Das ist halt einfach so, Digga. Mal gucken, wie sich die Tage entwickeln, Digga. Ich versuche, ein guter Abi zu sein. Ich denke auch, mir gelingt es oftmals, aber es ist halt sehr schwierig. Bruder, ich bin dir ganz ehrlich, du hast dich sehr, sehr, sehr stark entwickelt, Bruder. Im Positiven. Danke, bezüglich der kriminellen Schiene. Ich bin dir ganz ehrlich, du bist immer noch ein bisschen zu soft, ein bisschen zu locker, ein bisschen zu Dingens, aber auf jeden Fall viel besser als vorher. Na, es kommt. Wir haben vorhin schon wieder Schießerei gegen Bullen gehabt. Ja, du musst einfach ein Wichser sein. Ist einfach so. Es gibt keine Ich bin gut mit Platz, ich bin gut mit Lost. Bruder, jeder ist dein Feind. Punkt, Ende, aus. Wenn es darauf ankommt, wird sogar Toast dein Feind sein. Es ist einfach so, Bruder. Hier denkt jeder an sich. Hände hoch. Oha, alles gut, alles gut. Ich warte hier nur auf den ADAC. Dreh dich um. Alle, die bei dem Raub machen sollten, anwesend kommen. Hast du Waffen dabei? Warum? Wie, warum? Ich bin, ich sag's dir ehrlich, ich bin immer bewaffnet, ja. Leg deine Waffen ab. Ja. Leg deine Waffen ab. Ja gut, du bist was mit deinem Bruder, Cousin. Hast du noch mehr? Ob du noch mehr hast? Nein, das ist die einzige Waffe. Überleg dir gut, wen du hier abziehst, ja?
Wer bist du denn? Das ist Warnung. Niemand geht dich nichts an, wer ich bin. Setz mal deine Maske ab. Stell dich an die Wand. Oh, hallo, Bob 3, ein Würfelpack. Hände hoch. Ja, und jetzt? Schnauze. Nicht abholen, Digga. Ah, Olaf. So eine Schisserin, Mann. Ja, soll ich dir einen in den Kopf schießen oder was? Was hast du noch vorgesagt, Cousin? So, wieso kann ich das jetzt nicht aufheben? Weil ich zu dicht an dir dran stehe. Was denn, Cousin? Ja, dann weißt du, was du zu tun hast. Was soll das hier? Ich mach's hier so alleine. Machen wir das halt. Ich wollte gerade zum Emporgy ein bisschen Trinken kaufen, aber du siehst ja, mein Bike ist am Arsch. Ich warte auf den ADAC. Kauf die Plöre nicht, Alter, die schmeckt nicht. Aber es gibt ja nichts anderes, was hier in der Stadt den gleichen Effekt hat, ja. Ich geb dir kurz ein Dings, einen köstlichen Gamers Only. Ja, perfekt, viel besser. Sollen wir Langwaffen mitnehmen? Nein, hier, zweimal Gamers Only. Nein, ja, den probieren wir doch direkt. Laser Lemon, beste, vertrau mir. Ja, ich probiere den direkt. Beste, vertrau mir. Oha, der schmeckt aber wirklich gut. Sag dir, er ist köstlich, schmächtig, saftig, knaftig. Köstlich, schmächtig, saftig, knaftig? Das ist aber ein schickes Teil. Dankeschön. Wie schnell fährt die? 400. Nein, da ist gut, Cousin. Du bist sehr gut, dass du fährst. Einige Scheiße ist die schnell. Ganz den Klassiker-Song. Der, wo gerade lief? Ja. Ja, wer kennt den denn nicht? Manche Leute kennen das nicht. Als wir hier auf dem Anwesen waren, hing drinne von Jimi Hendrix und Lenny Kravitz ein Foto. Exos erkannt den einfach nicht. Okay, ja, da muss ich aber ehrlich sein. Also wenn ich Fotos von denen sehen würde, würde ich sie wahrscheinlich auch nicht direkt aber erkennen. Aber vom Namen. Hey, Isko, Bruder, was geht? Vom Namen schon. Hey, wie ist du? Wie geht's? Hey, seid ihr so langsam? Ich dachte von hinten, du bist nackt, ey. Wer, ich? Nein, sie. So ich bin. Dreh dich mal um. Leute, ich bräuchte eine Kohle. Also ich habe. Also ich weiß nicht, welche nackten Frauen du bis jetzt in deinem Leben gesehen hast, aber. Nein, weil ihr Lücken so offen waren. Ja, aber die Hose ist doch an. Ist gut. Ja. Kannst du meine Langwaffe bunkern und mir eine Pistole geben? Bunkern kannst du selber. Komm mal gerade rein, geh in den Pool. Schönes Tattoo hast du auf dem Rücken. Ja, ist geil, ne? Hat aber gefühlt die halbe Stadt. Und jetzt, Olaf. Was ist los? Pass auf, da ist immer noch die Scheiße von Opa drin. Ah, oh, ja, hier kann man sich entspannen. Mir wird das Anwesen ein bisschen fehlen, sag ich dir so, wie es ist. Wollte ich gerade sagen, ich sag's ganz ehrlich, es wird mir sehr fehlen hier. Das andere ist zwar wie eine Festung, aber so dieses Ambiente hier und dieser Pool, schon lustige Zeiten hier gehabt, das ist schon chillig. Wo ist denn jetzt rein? Das waren schon schöne Zeiten hier, ja? Behalten wir das als Zweitanwesen vielleicht? Ich weiß es nicht. Für Poolpartys oder so? Ich meine, zur Not kann man ja auch einfach einsteigen, wenn man mal in den Pool will. Ja, das könnte man machen, da hast du recht, ja. Dann kommen ja hier von überall rein, ne? Das ist halt der Nachteil hier gewesen. Das ist das. Und du weißt ja, die Jungs sind auch geil zum Schießen. Ja, natürlich. Da bin ich auch geil drauf, muss ich ja schon sagen. Auf Schießen? Ja. Das Problem ist halt, diese Festung hier ist nicht gut dafür. Nee, das ist löchrig. Da kommt man von überall rein, kann von überall rüberklettern. Schon draußen? Zum Verteidigen ist das hier sehr, sehr schwer. Sieht schön aus, aber zum Schießen nicht geeignet. Nee, das stimmt. Aber das ist schon zu häufig bei mir passiert, ne, dass ich als Orgy nicht ernst genommen wurde. Ja, da bin ich 100% bei dir, Digga. Und da jetzt Olaf da ist, gut, dass du da bist. Ich habe veranlasst heute, Olaf, und ich hoffe, du bist einer Meinung mit mir. Sag mir, wenn das anders ist. Cousin darf ab heute, solange er nicht irgendwie einen Stimmenverzerrer unter seine Maske reintut, keine Räuber oder keine Geiselnahmen mehr beteiligt sein. Das sag ich dir so, wahr ich hier stehe, Digga. Warum? Weil er geht da rein, unmaskiert, und sie führen immer zu uns zurück, weil er immer erkannt wird. Er hat einfach keinen Bock drauf. Er nimmt das in Kauf, dass wir dafür gefickt werden. Ihm juckt das einfach nicht. Vielleicht, weil er kindisch ist, vielleicht, weil er 6 ist, aber das geht nicht früher. Und ich werde ihm jetzt so lange verbieten, ich hoffe, du bist mit mir in einer Meinung, Digga, dass er so lange er keine Maske nicht anzieht, und irgendwie was mit seiner Stimme macht, dass er keinen Raub und keine Geiselnahme mehr verwickelt. Möchtest du auf den Raub anspielen, der heute Nachmittag stattgefunden hat, als ich schlafen gegangen bin? Ja. Ja, da hatte ich Schwierigkeiten mit der Polizei. Aber der hat eigentlich Maske an, aber er hatte in der Staatsbank nicht an und die haben ja Kameras. Und da haben die gesehen über die Kameras, dass er die drinnen schon aus hatte. So. Und bevor jetzt wieder jeder auslebt, Cousin, ich liebe Cousin, Digga. Cousin ist meine Familie, ja? Das ist nicht böse gemeint. Oh, Marcel, Bösewicht, Digga. Das ist zum Beispiel ein Punkt, Uwe, warum ich dich hart durchgreifen kann. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, was ich kacke finde, Digga? Dass ich seit 25 Minuten in der Stadt bin und niemand mich aufklärt, was hier los ist. So, wir könnten dich jetzt aufklären. Jetzt ist alles fertig, Digga. Und zwar wegen den Graffitis. Die hast du wahrscheinlich bemerkt, Digga. Ja. Und ich hab's diejenige ausfindig gemacht, die das geschrieben hat, Digga. Die liegt jetzt oben tot bei uns, ja?
War das nicht das die dir mal im Casino eingeblasen hat? Genau. Auch hier, Digga. Nicht nur im Casino. Hast du ihr zu doll das Ding in den Rachen gedrückt, oder was? Erstens das und zweitens hat sie nicht die Aufmerksamkeit danach bekommen, verstehst du? Deswegen hat sie, die hat auch über Twitter einen Shitstorm über mich gemacht, Digga. Hat mich da beleidigt, wollte meinen Tod. Hat andere ADACler beauftragt, so einen John Johnson, dass er mich auch tot sehen will. Und den John Johnson haben wir uns auch gekümmert. Der ist jetzt auch tot. Aber das sind halt alles solche Helden, die einen Fick auf ihr Leben geben. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist das immer so schwierig für mich. Und was war das gerade am Hafen? Da war die dritte Person, die mit denen zusammenarbeitet. Aber die Mission ist fehlgeschlagen. Deswegen habe ich die Leute zurückgeschickt, bevor wir noch mehr verletzt haben. Wenn die Leute einfach konsequent auf den Caller hören würden, auf die Calls generell, dann wird hier alles laufen wie Wasser. Ich sag's euch. Ich erwische mich halt auch. Später machen. Schau mal, ich erwische mich auch, dass ich viel Dummheiten mache, weil ich mich von den anderen mitreißen lasse, verstehst du? Weil Olaf, gib mal einen Call, Digga, was machen wir mit Isco? Was, du musst mich jetzt mal aufklären, was genau passiert ist, Digga, ich bin eben erst aufgewacht. Wir wollten diese Dilara, heißt sie, einpacken, ja, am Pier. Mhm. Die ist aber mit Polizisten aufgetaucht. Es kam zu einer Schießerei und die haben einfach Isco überfahren mit 300 km/h, Digga. Und der liegt jetzt dort. Und es kann sein, dass sie ihn gerade verhören, den Isco. Am Hafen verhören, meinst du? Nicht am Hafen, am Pier. Hier gleich um die Ecke. Dann fahr ich hier einmal kurz hin und ausschau, ich komme gleich wieder. Mit dem Motorrad bin ich in 2 Minuten wieder da. Siehst du da irgendwo Polizei? Ja, komm, wir sagen, wir wollten nur Lotto spielen. Ja, komm, falls sie hier sind. Liegt der hier unten oder was? Unter uns? Da vorne liegt. Nee, hinter uns. Der lag eigentlich genau hier. Nee, bei mir im GPS liegt er hier unter der Brücke. Ah, vielleicht unter der Brücke. Ja, vielleicht unter der Brücke. Hä, da unten, da ist der. Schau mal, da ist der. Einer hat den einfach hierher getragen. Da ist er doch. Ja, setz mal ein Dispatch ab, Digga. Und nicht tragen, besser ist, Digga. Die Polizei ist gar nicht hier. Ich geb mal. Yo, also kleines Update. Isco lag unter der Brücke, keine Polizei hier, kein Krankenwagen. Wir haben jetzt ein Dispatch abgesendet. Ich glaube, diejenigen, die wir die den überfahren haben, die haben die vielleicht hier runtergetragen, dass den keiner findet, so, weißt du? Das wäre die Polizei dann aber, oder? Nein, die Polizei kam erst danach, aber wir hatten ja erstmal, wollten wir diese eine einpacken, die Lara oder so hieß sie. Die wollten wir ja einpacken, weißt du? Und die hat dann, die ist weggefahren und hat Isco überfahren, nicht die Polizei. Mhm. Und dann kam erst die Polizei. Vielleicht ist er ja aber auch ein bisschen geflogen, wenn du verstehst, wie ich meine. Meinst du von da hin? Ja, manchmal ist das so komisch, Digga. Boah, okay, wenn das echt ist, dann ist krass. Jo! Jo! Hier unten, folgen Sie mir! Einmal hier unten bitte. Oh, jo, da unten ist er. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, der ist die Treppen hier runtergefallen. Da vorne. Mhm. Ich hoffe, er ist nicht mit dem Kopf an. Komm, mal gucken. Komm, machen Sie alles bitte. Oh. Jawohl! Oh. Ja, Isco hat's geschafft. Nicht nur einer. Sehr gut. Isco, bist du anwesend? Ja, ich bin da. Ich bin Dortmund hier. Geht hier nicht so rein. Setz dich lieber erstmal hin, Isco. Ja. Ich nehme mal die Maske ab. Komm mal einer hier zum Pier. Ihr müsst Isco ab. Ich glaube, ich wurde angefahren, soweit ich mich noch erinnern kann. Ist aber auch, also man muss sagen, RP in so einer Fraktion ist auch sehr undankbar. Du bist Bruder, also man hat das Gefühl, man darf gar kein Privatleben mehr haben. Du bist für 3 Stunden mit deiner Freundin auf dem Sofa, kommst wieder. Und hier Schießerei, da Schießerei. Also natürlich, es heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass niemand mehr Spaß haben darf, wenn der Abi oder jemand anderes nicht da ist. Also darum geht, aber es ist so richtig so, man hat so richtig das Gefühl, du darfst nicht mal 2-3 Stunden irgendwie privat was machen, weil dann in der Zeit gerade das Krasse passiert und du alles verpasst. Und das war halt, als du solo unterwegs warst, Digga, war es scheißegal. Also, wir sind zu viele, die schlechtesten Schützen bleiben hier. Ich weiß nicht, ob bei euch irgendwelche... Hast du nur Profis, Olaf? Das kannst du besser einschätzen. Dann bleibe ich hier. Ja, der arme Olaf muss hier bleiben. Ja, bleib dann auch. Ja. Also, Schläfrig, wie viel 25? 28 dürfen mit, oder 28 dürfen, aber nur 25 dürfen agieren. Ganz wichtig, hört alle zu. Ich habe keinen Bock auf unnötige Funkkacke. Okay? Ja. Nur die wichtigsten Sachen im Funk durchgehen. Mahmoud ist der Kriegsführer. Und ich gehe davon aus, ihr wollt ja sowieso direkt schießen. Ja, die Zeit für Verhandlungen ist vorbei. Okay, also Crips, ne? Crips und 18th Street. Die waren zusammen in der Bank. Okay, wen greifen wir zuerst an? Crips sind ewig. Also ich glaube, 18 müssen wir eher angreifen, weil dort werden die meisten dann sein. Das Problem ist, wenn die auch schon auf den Dächern sind, ist das echt, echt schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es einfach so machen, wir sind einfach alle zusammen, eine Masse, okay? Dann bilden wir noch ein kleines Team von 5 Leuten und die kommen dann einfach von hinten. Die werden schon wissen, was sie tun sollen.
Jungs, ganz kurz, ist das ein Crips-Heli? Crips-Heli. Das ist ein fucking Crips-Heli, die wissen, dass wir kommen. Ja, das, dann sind die schon mal vorbereitet, umso besser. Also das Einzige, was wir machen können, um diese Festung einzunehmen. Nein, nicht drauf schießen, bringt nichts. Nicht schießen, das bringt nichts. Alles sofort. Ey, Olaf, 2-2-0, ne, Dachtrupp. Was? Ey, Dachtrupp, ich bin hier, ne? Ey, hört mal, Funk, was sagt er? Alle zurück zum Anwesen. Alle zurück zum Anwesen. Schläfrig. Jo, was ist los, Schläfrig? Ey, warum Schläfrig? Genau, wird das jetzt abgebrochen. Oh Wunder, oh Wunder. Aktion wurde abgebrochen. Merkt euch Onkel Montys weise Worte. Warum? Weil sie gestreamsniped haben, die lieben Crips und Bloods und in unserem Funkkanal drin waren, was verboten ist. Deswegen waren sie auch schon über unserem Anwesen. Das ist das, was ich eben zu euch meinte. Warum ich schon wieder gar keinen Bock auf diese Aktion habe. Du kannst mir nicht erzählen, dass wenn ein paar Crips und ein paar 18 Streets mit dem Artisch Ärger haben, dass sie ganz zufälligerweise eine Viertelstunde später über das Anwesen fliegen und uns ausspionieren. Hey, Sosa, Olaf, schau mal, wen ich hier habe. Schau mal, wen ich hier habe. Und wir machen den Austausch. Bitcoin hat mich gerade angerufen. Er sagt, komm zum Mount Chiliad. Sehr gut. Wer ist denn der Schwanz, Digga? Loco, hat sie die Sprache verschlagen, oder was? Wie ist diese Liednummer an? Wussbräuchig, billige Furzen, Digga. Schnauze, du Arschloch. Kommt, Jungs, wir müssen los. Bitcoin wartet. Let's go. Also, wir fahren da jetzt hoch und dann schauen wir mal, was da los ist, Digga. Wir haben alle nicht so den Überblick, das Gute ist. Wir haben aber diesen Idioten da als Geisel. Das ist unser Pluspunkt, Digga. Und wenn er Voice Crack getötet hat, dann Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann werden wir ihn da ficken, Digga. Und selbst wenn wir alle draufgehen, scheißegal. Agatha ja. Ist gekippt. Oh, Agatha ist vom Berg gefallen. Okay, ich schaff das doch noch. Haarscharf hier. Oh, Agatha! Haben alle Schusswesten an? Ja, Olaf, hättest du aber vielleicht noch Verbandskasten für dich. Scheiß Verbandskasten kann man nicht benutzen, Digga. Also kann jeder von uns nur alle 5 Minuten einer. Das ist so zum Kotzen. Ja, ja, ich müsste jetzt einen ziehen. Das ist ja das Ding. Ja, komm zu mir, ich geb dir einen, komm her. Ich hätte schon Bock, hier jetzt einfach links runter zu fahren, ne? Warum, Alter? Weiß ich nicht, Digga. Einfach mal gucken, wie viel das Auto aushält. Er will uns töten einfach. Nein, Bruder. Oh, guck dir diese Kurve an. Guck mal, wir können hier niemals zufahren. Boah, richtig geil. Diese Kurve. Achtung, Rückwärtsgang. Kurve. Boah, was eine krasse Kurve, Jungs. Da sind 3 Helis. Bruder. Achtung, ich muss mich jetzt konzentrieren, ihr Wichser. Digga, diese Bruder. Also Olaf, Digga, vertrau mir, aber die nächste Kurve wird noch krasser. Alles Achtung, gut. Achtung! Hallo, wann rollen wir? Der Wagen fährt nicht mehr, glaube ich. Ja, ja, ist der Wagen. Nein, ich gebe Stoff. Wir haben Platz. Soll ich dich von hinten anschubsen? Gib einen kleinen Stupser. Gut. Jawohl. Gut, gut. Ich brauche einen Stupser. Achtung! Komm, Junge. Oh mein Gott. Wir können das auch gerne mit was anderem probieren, Olaf. Bruder, gleich fahren wir gar nicht mehr. Bruder, aussteigen. Schmutz, Digga. Der Wagen hat den Geist aufgegeben, ist nicht mehr den Berg hochgekommen. Ja. Agathas RIP, oder? Nein, ich bin nicht. Oh mein Gott. Was ist denn mit dir? Wieso kommt ihr zu Fuß her? Assalamu alaikum. Was ist hier los, Alter? Ich wollte mir ein bisschen die Beine vertreten, was daran verwerflich war. Hermanos, hört zu. Olaf, ich fordere Marcel Sosa seine Hinrichtung. Was? Digga, du holst dich den ganzen Scheiß weg hier hoch, um mir die Kacke zu sagen? Bitcoin, wiederhol das. Ich habe Isco und Voicecrack. Okay, so. Voicecrack ist tot, das tut mir leid. Ich habe Isco noch. Sag doch, will ich jetzt nicht umlegen. Was sagt er? Hey, weil Isco dann auch stirbt. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sieh. Ich merke es am Dann tötet Loco. Mahmoud töte ihn. No, lass ihn am Leben. Dann ist Isco auch tot, wenn er stirbt. Ja, aber ein Mann ist doch schon von uns tot. Sag mir einen Grund, warum wir nicht schießen sollten. Kann ich dir sagen, Hermann, und Voicecrack ist selber gestolpert. Alle tot. Nein. Sobald wir Loco töten, können wir Bitcoin abweisen. Mit was guckst du da mit dem Fernglas, Mirda? Bruder, ich schau mir die Bedrohung an. Was denkst du, habt ihr eine Chance? Ja, haben wir. Also ich sag dir ehrlich, Digga, dein Kopf wird hier gleich gegen den Felswand scheppern. Und da können deine Jungs doch oben rumzeigen. Ey, Locke, Digga. Niemand hat die Toilettenspülung benutzt, Alter. Halt die Fresse auf zu blubbern. Was wollen die denn jetzt hier, Digga? Wer ist das? Alter. Wer seid ihr? Ist hier Tag der offenen Tür, oder was? Wir haben tatsächlich eine persönliche Einladung erhalten. Wer wir sind?
Sentenza! Doch, doch, ja. Romano. Sentenza und wer bist du? Herr Leser. Ja, das wusste ich auch. Komm mit. Das ist halt so offensichtlich, was hier gleich passiert. Hey, oh, okay, okay. Du bist mir zu frech. Du bist mir zu frech, Bitcoin. Schau jetzt, was passiert. Schau. Oha, jawohl. Ey! Loco! Ja, da liegt der Schmutz, Digga. Ja, was jetzt? Was jetzt? Was willst du jetzt machen, hä? Hermanos, tötet ist. Nein, das war was. Loco, schnell auf, Mann. Loco. Hat er den jetzt umgebracht? Oh, ich glaube, das ist zu spät. Echt jetzt? Verdammte Scheiße, Isco! Hör zu. Ist Isco tot? Sentenza, geht ihr schon mal zu meinem Hermanos schnell. Warte, ist Isco tot jetzt? Wo ist Isco? Kommt mit, ich glaube, er kommt mit. Wenn er tot ist, ist Loco auch tot. Okay, Jungs, jetzt haben wir unseren Vorteil verloren. Werden wir dem Kali-Kartell nie verzeihen! Sosa! Ja? Yeah. Die Hermanos haben sich heute hier versammelt! Wegen einer Sache! Machst du mir die Kappe mit ab, Olof? Wegen einem Mann! Komm her! Der kein Mann war, als er hier in diese Stadt gekommen ist, mir war! Die Stadt hat ihn zum Mann gemacht. Die Familie, in der er ist, hat ihn zum Mann gemacht. Er ist an seiner Seite, Mirva. Seine neue Familie. Einer der wichtigsten Menschen hier in dieser Stadt. Mit deiner Frisur bis heute, Mirva, ich weiß nicht, welche Frisur so eine Frisur schafft. Ist einer, der vieles hier geschafft hat. Er hat die Stadt auf den Kopf gestellt. Und genau jetzt hat dieser Bedeckung gewonnen. Und es alles ist Gute, Mann! Alles Gute! Alles Gute! Wenn ich auch beschissen, ja. Sosa! Songwechsel, Hermano! Oh ja! Jetzt kommt dein Lieblingssong, Sosa! Big Sosa! Das haben wir rausgefunden für dich, Pendejo! Danke euch, ihr Wichser, aber ich wusste schon vor einer Stunde ungefähr. Ja, als ich hergekommen bin, wusste ich es auch. Und ich wusste auch, dass die nicht tot sind auf dem Boden. Das war so schlecht gespielt. Ja, was soll ich machen? Ja, ich gegen unsere Schauspieler. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich, Sosa. Verdammte Krippkiller. Echt jetzt? Du darfst eine Stunde lang mit Breitenberg alleine reden. Sicherlich ein Genuss, mein Freund. Hier, ich hab was für dich, Sosa. Wieso ist Rick schon wieder tot? Der ist gestolpert hier. Hauptsache, er ist mit drauf auf dem Foto, Digga. Guck mal, du hast ein Feuerwehrgefühl, Sosa. Sosa. Danke. Nee, ich mach mich nur von da aus dem Staub, Digga. Ich weiß nämlich ganz genau, wie das gleich endet, Digga. Das weiß ich ganz genau, wie das gleich da endet. Die Jungs haben alle Langeweile, haben den ganzen Tag bla 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 gemacht. Und gleich knallen die sich alle gegenseitig ab, Digga. Wie ich dachte, du wolltest noch nicht schlafen gehen. Ja, ich werde es nicht direkt durchziehen, aber Bruder, auch gestern wieder bis um 2:30 gestreamt, Bruder, das fickt meinen Schlafrhythmus einfach.